Die Rallye nährt die Rallye oder die Hosse nährt die Hosse. Viele von Ihnen werden diese Börsenweisheiten kennen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Und genau das erleben wir derzeit in Rheinkultur, nämlich dass die Rallye die Rallye nährt oder die Hosse eben die Hosse. Wir sehen derzeit diese Fusionen, diese Übernahmen, wie gestern Broadcom will Qualcomm übernehmen für lächerliche 130 Milliarden Dollar. Später gestern dann am Tag, am Abend wurde bekannt, Fox und Disney wollen zusammengehen, also diese beiden Medienkonzerne. All das sind Dinge, die immer nur dann passieren, wenn die Kurse von Aktien vorher schon gestiegen sind, der Optimismus sehr groß ist, dann plötzlich kommt man auf die Idee, Mensch, wir könnten doch zusammengehen, wir könnten euch kaufen. Auf diese Idee kommt keiner, wenn die Kurse am Boden liegen und eigentlich günstig wären. Wir haben jetzt in den USA schon einen Aufschwung von gut 8 Jahren, der praktisch hier der Fall ist. Wir sind also in einem Zyklus sicherlich nicht ganz früh dran, sondern eher spät dran. Wie lang der dauert, das weiß natürlich keiner, zumal natürlich auch die Notenbanken hier ein manipulatives Wort mitgesprochen haben. Dementsprechend können solche Zyklen durchaus länger dauern, wenn eben Märkte manipuliert sind, wie derzeit durch die Notenbanken. Aber es ist doch auf jeden Fall so, dass wir schon in einem ziemlich reifen Zustand sind. Das dürfte klar sein. Und wenn wir uns einfach zurückerinnern an vergangene Zeiten, dann waren solche Übernahmen meistens viel zu teuer in der Nachbetrachtung. Man hätte all das viel günstiger haben können, aber hat sich dann entschieden, als es eben sehr teuer war, hier zuzugreifen. Dass es teuer war, dass die Kurse steigen, hängt einerseits mit den Notenbanken zusammen, hängt aber andererseits auch damit zusammen, dass zum Beispiel US-Unternehmen seit dem Jahr 2009 alleine fast 4 Billionen Dollar investiert haben in eigene Aktienrückkäufe. Das ist also sozusagen der Mechanismus, der hier gestartet wurde. Die Notenbanken drucken, die Unternehmen kaufen ihre eigenen Aktien. All das ist so praktisch eine Hosse, die sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausgezogen hat. Das ist physikalisch durchaus möglich, offenkundig. Die Frage ist nur, wie lange ist das aufrecht zu erhalten? Und dabei ist die Situation die, dass die ganze Steuergeschichte in den USA jetzt schwieriger wird. Und genau das ist ja zum Beispiel an der Wall Street ein wichtiger Treiber. Es gibt in den USA das Tax Policy Center, das sich jetzt diesen bisherigen Steuerplan in den USA genau angeschaut hat und gesagt hat, etwa ein Viertel der Amerikaner, der Familien in den USA müssten mehr Steuern zahlen als bisher, während die obersten 1% der Verdiener etwa 50% des Benefits hätten, also praktisch die Hälfte dieser Steuererleichterungen. Klar, die oberen Prozente zahlen immer natürlich sehr viel mehr Steuern als die unteren. Es ist so, dass praktisch 20% der Amerikaner so ziemlich die gesamte Steuerlast tragen, während der überwiegende Teil mehr oder weniger gar keine Steuern zahlt, sondern fast zum Hilfsempfänger geworden ist. Jedenfalls ist das natürlich eine Geschichte, die die Demokraten unisono gegen diese Steuerpläne wird stimmen lassen. Und wir haben jetzt eben drei Republikaner, die klar gesagt haben, mit mir nicht, Susan Collins, auf der einen Seite John McCain, und eben der beste Freund von Donald Trump, Bob Corker. Die alle drei haben gesagt, nee, unter den jetzigen Umständen werden wir dem nicht zustimmen. Sie wissen, im Senat gibt es 100 Stimmen, 52 haben die Republikaner. Wenn also drei Republikaner dagegen stimmen, dann sind es nur 49. Wenn dann alle Demokraten, wie es ja ganz klar so ist, dagegen stimmen, dann kommt diese Steuerreform nicht durch. Das allerdings interessiert die Wall Street nicht, die denkt sich, was soll's. Wird schon irgendwie klappen, wir werden sehen, lasst uns davon nicht beeindrucken. Und so jetzt eben die Hosse. Und das sehen wir ganz speziell in Japan zum Beispiel, wenn wir uns hier mal den Nikkei anschauen, der heute wieder 1,6% steigt. Warum? Weil es möglich ist. Wir sehen Energiegeschichten steigen, der Ölpreis zieht sozusagen den Energiesektor mit rauf. Dadurch sind alle Dinge, die mit Energie zu tun haben, gesucht. Etwa in Australien 1% geht es da nach oben, aber auch Shanghai 0,5% und Hongkong 1,39% nach oben. Donald Trump ist jetzt dabei, Japan zu verlassen, fliegt jetzt nach Seoul, nach Südkorea, wo er dann auch eine Rede im Parlament halten wird, jetzt bei seinem Besuch in Südkorea natürlich den dortigen Ministerpräsidenten treffen, mit dem die Chemie, weil der etwas liberaler ist, nicht so gut ist wie mit Ministerpräsident. Aber jetzt kürzlich, also dann ist die Frage, was machen die Nordkoreaner? Man darf gespannt sein, ob da was passiert. Schauen wir uns mal die Termine an. Ist nicht so wirklich viel. Da sind sie. Wir haben eine Rede von Mario Draghi, 10 Uhr. Weiß man nie so genau, ob da was zur Geldpolitik kommt. Und wir haben eine Rede von Janet Yellen, 20.30 Uhr. Da wird es sehr wahrscheinlich nicht um Geldpolitik gehen, denn da bekommt sie eine Auszeichnung für ethische Leistungen. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie dann nochmal was zur Geldpolitik sagen wird. Ohnehin ist sie ja
praktisch schon aus dem Amt mehr oder weniger raus. Am 3. Februar beginnt Jerome Powell seine Amtszeit. Wir haben sonst keine Termine. Das könnte also, wenn Sie hier die Vorgaben gerade gesehen haben aus Asien, natürlich bedeuten, dass der liebe DAX höher startet. Aber wenn wir uns die Charts mal anschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel den Nikkei, wie er hier performt. Wir sind bei 22.940 Punkten. Das müsste eigentlich der höchste Stand sein seit dem Jahr 1992. Und natürlich ist es so, dass etwa japanische Aktien im Vergleich zu amerikanischen Aktien sportgünstig sind, immer noch sportgünstig sind, zumal die auch den Charme haben, dass die Notenbank hier kräftig mitinvestiert über ETFs. Also das Risiko in Japan ist, wie mir scheint, geringer als in den USA, weil einfach die Bewertungen anders sind und man dann noch einen Dickfisch, einen dicken Wal im Boot hat, der sowieso alles kauft. Daher, und das haben jetzt die Anleger scheinbar bemerkt, auch die westlichen Anleger, die sich jetzt verstärkt hier rein investieren. Was macht das alles mit die DAX? Der DAX hat gestern wieder gezeigt, zu welchen uninspirierten Leistungen er durchaus auch fähig ist zwischendurch. Wir haben ja immer dieses Muster, es ging rauf, dann geht es in die seitwärtse Bewegung. Möglicherweise sind wir jetzt auch in so einer Phase. Allerdings deuten die Vorgaben eben darauf hin, dass der DAX vielleicht heute den nächsten Schub kriegt. Wir dürften so um und bei an der 13.500er Marke vielleicht einen Ticken drüber eröffnen nach aktueller Indikation. Kann sich allerdings auch ändern, bis Sie das Video sehen. Also hier die Stimmung ist gut. Wir haben die Vorgaben gesehen. Da waren die Pluszeichen relativ kräftig. Die US-Amerikaner machen Folgendes. Wenn jetzt der Handel geöffnet wäre auf CFD-Basis, sehen wir den S&P 500 bei 2.500 knapp 95, 5 Pünktchen noch entfernt vom Kursziel, das Goldman Sachs für Ende 2019 hat. Also, hier sind wir schon ein bisschen vorgelaufen. Wir sehen den Dow Jones, der wäre aktuell über der 23.600er Marke, 23.606. Wir sehen den Nasdaq 6.326, gestern natürlich beflügelt durch diesen Broadcom, Qualcomm Deal, durch diese Euphorie, die damit verbunden ist. Der Euro, der hält sich an der 1,16er Marke, 1,1606, hier versuchend einen Boden zu bilden im Bereich vielleicht 1,1575. Wir sehen Dollar-Yen, kommt nicht richtig aus dem Quark, 113,95. Der Goldpreis, der ist bei 1,279 leicht erholt im Vergleich zu gestern. Und der Silber hat es geschafft, in sehr merkwürdigen Bewegungen einmal von 17 Dollar knapp 20 runterzufallen auf 16,80, um dann wieder nach oben zu gehen und jetzt wieder ein bisschen nach unten zu gehen. Seltsame Bewegungen, und Öl hält sich auf erhöhtem Niveau, höchster Stand seit Mitte 2015. Aufgrund der Turbulenzen, die die Saudis derzeit produzieren, das wird noch richtig lustig. Richtig lustig wird es an den Märkten auch, die Hosse nährt die Hosse. Und das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und solange es gut geht, spielen alle mit und sind fröhlich. Und irgendwann hört die Musik auf zu spielen, es fehlt ein Stuhl bei der Reise nach Jerusalem und dann schaut einer blöd aus der Wäsche und dann schauen plötzlich mehrere blöd aus der Wäsche, weil ein Dominoeffekt entsteht. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich wünsche erstmal einen guten Tag. Bis dann. Ciao.